Moin moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt. Halloween ist angekommen und dafür gibt's ein neues Event mit 3 Seiten Aufträgen momentan. Das soll aber erst der erste Teil sein, da sollen dann noch mehr nachfolgen in den nächsten Wochen. Und die erste Aufgabe heißt Hexisch, erkunde die Nebel von Hexylvanien. Da gibt's hier auf dem Globus eine extra Kürbis-Map und dann hier eine Buchquest. Für mich ist die Level 76. Ich hoffe mal, dass das nicht für alle so sein wird oder zumindest, dass es da eine automatische Anpassung gibt. Schauen wir da mal rein. So, ein hübscher neuer Lobby-Bildschirm mit lauter Kerzen. Außerdem neu ist hier diese Freundesliste, die ein bisschen anders aussieht. Und hier unten gibt's jetzt Chat-Karteireiter. Juhu, das finde ich mal ein Fortschritt. Aber schauen wir erstmal nach Hexylvanien. Bei mir sind Shenaira und Riosso. Erkunde den Nebel, untersuche Hexylvanien, versuche nicht zu sterben. Viel Glück. Gremlins, Bloody Marys, unheimliche viktorianische Kinder, Puppen, Draculas, Mumien, Marionetten, Seeungeheuer. Alles ist möglich. Wenn sich schon was an unseren Seelen ergötzen will, dann will ich zumindest wissen, was. Aber mir wär's lieber, du siehst nach. So, Ray ist ganz aufgeregt. Eine Stimme in deinem Kopf dir sagt, du sollst rennen und dich verstecken, bist du auf der richtigen Spur. I'm picking up a strong presence. Keep looking. Ich hab die Position des Bösen auf deiner Karte markiert. Geh und sei tapfer! Bitte? Nächster! So, ist auf jeden Fall ganz hübsch hier. Und ich glaube, die Grafik ist auch nochmal ein klein bisschen überarbeitet zum letzten Jahr. Das Event gab es in fast identischer Form letztes Jahr auch schon. Aber ich habe das Gefühl, die Grafik wurde ein klein bisschen aufgehübscht. Aber vielleicht trügt mich da auch meine Erinnerung. Bin ich mir jetzt nicht völlig sicher. Die Sache mit dem Chat ist auf jeden Fall ein wirklicher Fortschritt. Das war ja ein ziemlich merkwürdiger Zustand, dass man da dauernd hin und her schalten musste. Einige Male Probleme mit gehabt, dass man irgendwo angeschrieben wurde und dann das gar nicht mitgekriegt hat, weil das gerade in einem anderen Karteireiter war. So, hier, diese Fußbodenklappe hier ist orange markiert. Ich warte hier mal gerade noch auf mein Team. Die sagen, die wollen auch mit. Dann gehen wir den Keller zusammen erkunden. Ansonsten sieht es aber nach einer ganz normalen Karte aus. Mit eigenem Grafik-Setting, aber sonst denke ich. Es gibt auf jeden Fall auch allerlei eigene Gebäude und ganz viele Keller vor allen Dingen, erinnere ich mich vom letzten Jahr. Aber das sieht man ja auch hier. Die Quest führt uns in den Keller. So, Shenaira ist schon da, Riosso kommt auch, da ist er. So. Dann gucken wir mal, was uns in diesem Keller hier erwartet. Hübsche Laternen. Oh, toll! Katakomben! Wenn du dich nicht zwischen Bestattung und Dekoration entscheiden kannst, gibt es nichts Besseres als eine Katakombe. Oh, das ist gruselig. Ich empfange Sturmverderbnis auf höchster Stufe direkt in der Katakombe. Gross. Super gross. Ich unterbreche dich nur ungern bei diesem Totentanz, aber hier kriecht überall Böses herum. Also raus mit dir und finde was Grauenhaftes. Ich empfange leichte Signale des Bösen. Ich habe die Position des nächsten Bösen auf deiner Karte markiert. Okay. Sehr gern geschehen. Und Entschuldigung. Jetzt müssen wir eine andere Katakombe erkunden. In diese Richtung. Hier, dieses Schloss. Das sieht ja ganz hübsch aus, so ein altes Vampirschloss oder so. Gibt ja auch besonders schicke alte Autos im Garten. Schauen wir hier mal rein. Da sind wir! Es gefällt mir jetzt schon besser als die Katakomben.
Let's take a look around. Findet sonst noch jemand, dass die Innendeko dieser Villa zu höhlenlastig ist? Ein Höhlenporträt hier und da, das könnte noch Zufall sein. Aber hier wird dem Thema echt treu geblieben. Such weiter. Sieh dich mal nach was extra Bösem um. Als würde der Sturm hier die Realität beeinflussen. Oder zumindest für die Inneneinrichtung zuständig sein. Der Sturm betätigt sich hier als Innenarchitekt. In den Keller mit uns. Hier ist mal wieder so eine Bodenklappe. Und eine Sackgasse. Außer hier hinter der Wand ist vielleicht was. Jetzt werde ich hier eingesperrt. Geht leider nicht. Ups, falsch rum. Jetzt müssen wir alle hierher. Alle mal hüpfen. Hopp. Hopp. So. Nicht so einfach im Team so eine Treppe zu bauen, ohne jemanden dabei einzumauern. Vielleicht geht's oben weiter. Ja. Da kommt man aber nur hin, wenn man nicht wieder runterfällt. Ja, wirklich sehr hübsch hier. Die Menge Bilder von Hüllen an den Wänden, wie Ray schon sagte. Irgendwo ist hier eine Schatzkiste. Oh, uns spannt Böses. Überprüfe deine Karte. Irgendwer hat den Ort gefunden, warum auch immer. Jedenfalls muss man wohl irgendwo einen bestimmten Ort in diesem Schloss finden. Also einfach ganz viel hin und her laufen. Das ist ein hübsches Schachspiel. Na gut. So oder so müssen wir jetzt an einem anderen Ort erkunde das letzte markierte Gebiet, heißt es. So einfach. Und da haben wir, glaube ich, gleich noch ein Schloss vor uns. Hier ist eine hübsche Brücke mit leichten Lücken. Ich glaube, ich baue lieber daneben eine neue. Meiner Brücke vertraue ich mehr als diesem komischen Ding da. Oh, hier sind graue Schweber. Scheinbar gibt es von einigen Monstern neue grafische Varianten. Den bösesten Ort auf der Karte entdeckt. Plats Schloss. Je nachdem, wen man fragt, war Vlad entweder ein brutaler Mörder oder ein erfolgreicher Geschäftsmann. So oder so, vielleicht solltest du nicht in den Keller gehen. Los, schau dich mal um. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, suchen wir nach dem Keller. Könnten natürlich einfach mal
Yasuo hat den Keller gefunden. Hier geht's runter. Das sieht hier sehr kellerig aus. Und eine Bodenklappe. Mal gucken, ob das wieder eine Sackgasse ist oder ob es hier diesmal weitergeht. Sieht aus wie Sackgasse. Okay, diese Bodenklappe bringt uns nicht weiter. Jetzt habe ich meine Leute eingemauert. Unmöglich. Also, kommt da wieder raus. We need to run a full storm reading on the castle. Hab die idealen Positionen für eine Sensorenanlage entdeckt. Sieh auf deine Karte. Ah, jetzt sollen wir irgendwelche Sensoren platzieren und einer dafür steht hier direkt vor mir. Ist hier gerade aufgetaucht. Den stelle ich da mal hin. Sensor 1 von 4 platziert. Die anderen scheinen alle höher zu sein. So. Das Ganze mal von hier oben an. So, die sind auf jeden Fall alle tiefer. Hier gibt es auch noch einen Dachboden, der ganz gruselig leer ist. Hier drunter könnte was sein. Noch tiefer. Und tot. Da. Da freut sich Ray. Oh oh, wir haben Gesellschaft. Das waren 4. Du hast Zeit, den Bereich rund um die Sensoren zu befestigen. So, jetzt haben wir Sensoren hier draußen und die müssen wir jetzt verteidigen. In 4 Minuten 30 kommen Angriffe. So, aber. Wenn ich gucke, dann kommen die Angriffe aus dem Nordwesten und aus dem Nordosten. Also müssen wir da irgendwie Verteidigung hinbauen. Ja, da sind jede Menge Spawns. Wo sind hier die Rampen? Hier ist eine Rampe. Machen wir hier eine schöne Spawnbrücke hin. Und ein paar schöne Fallen. Ziel ausgeschaltet. Mit den Mädels.
So, für diese Seite sollte das schon fast ausreichen, denke ich mal. Gucken wir mal hier drüben. So macht er Bodenfallen. Ich baue da mal noch Deckenfallen hin. Ich schwöre ja mehr auf Deckenfällen. So, mal gucken, was da dann für Angriffe kommen. So, hier ist auch eine Rampe. Kommen sie hier überhaupt hoch? Ja, da können sie hoch. Hier könnte man auch gut eine Schubsfalle hinbauen, dass sie wieder runterfliegen. So, in 49 Sekunden geht's los. Ich muss mir noch schnell eine neue Hydra bauen, weil die hier gleich den Geist aufgibt. Ach, da ist noch eine fertige. Auch gut. So, und dann geht's los. Chenaira steht schon drüben. Bleibe ich mal hier bei Riosso. Da kommen sie! Verschwinden! Ziel erledigt! Geht leider nicht. Acht Minuten Angriff. Ich hoffe natürlich, dass nicht zu viel aus den anderen Richtungen kommt, denn es könnte ja auch sein, dass der Sturm die Richtung wechselt. Ich glaube, ich werde hier drüben nochmal schnell was hinbauen. Gucken, ob sie hier überhaupt hochkommen können. Das sieht gerade gar nicht so danach aus. Hier ist eine Rampe. Okay. Aber da, bis dahin haben wir eh schon. Von daher nicht so dramatisch. Wie wär's mit? Diese Wand ersetze ich mal gerade noch. Durch eine Metallwand. Sieht doch sonst soweit schon ganz gut aus. Vorsichtig mit den Fässern, Riosso. Die Fasstypen lieber einfach in die Fallen laufen lassen und nicht in den Weg stellen, wenn die kommen. Oder halt abschießen, wenn sie weit weg sind. So, jetzt hat der Sturm ein bisschen gedreht. Jetzt kommen sie hier in der Mitte nämlich hoch. Und da haben wir gar nicht viel. Okay.
Hat eine Idee. Setz hier einfach mal Wände hin. Vielleicht, wenn ich hier genug Wandmaterial hinsetze, dass die dann den alten Weg entlang gehen. Das scheint zu funktionieren. Laufen sie nämlich dann da die anderen Rampen hoch, dann brauchen wir nicht so viel Fallen setzen. Auch gut. Das Fass da mal weg. Das hier stört mich ein bisschen, was hier liegt, aber das kriege ich, glaube ich, nicht weggehauen. Der Zeit ist rum. Ich bin ein Bär. Der Zermalmer weg. Das mit den Wänden hat ganz gut funktioniert. Kommen sie mehr im Osten. Aber hier sind die Fallen eigentlich auch stark genug. Holen wir uns diesen Zermalmer. Wo blitzt es denn hier? Da. So, der Sturm ändert wieder die Richtung. Jetzt ist nur noch ein weißer Kreis. Ne, da hinten. So, aber ich denke, es sind eigentlich hauptsächlich diese drei Rampen, die man verteidigen muss. Und wenn man eine, die mittlere davon zubaut, braucht man nur an zwei Rampen eine Verteidigung bauen, dann passt das ganz gut. Die letzten 2 Minuten. So, jetzt haben sich hier im Teich ein paar Lobber festgesetzt. Ah, gut, dass wir hier Fallen gebaut haben. Hier kommen jetzt doch auch mal 2, 3 auf dieser vierten Rampe. Aber wahrscheinlich wäre es besser, wenn man da auch einfach 2 Wände hinsetzt, dann laufen sie lieber den kleinen Umweg hier rüber.
Ja, das ist der erste Nebelkampf im neuen Nightmares-Gebiet, Fort Nightmares. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Tipps geben, wie man das ganz gemütlich schaffen kann. Und es war ein bisschen vergnüglich anzuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht bei Fortnite Rette die Welt. Mehr Videos gibt's oben rechts in der Ecke beim i oder in der Videobeschreibung. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Euer Zap.